Hallo, heute möchte ich euch die Web-App des Sportvereins Nussdorf vorstellen. Wenn ihr unterwegs seid, habt ihr meist nicht euren PC bei euch, sondern euer Smartphone. Die originale Website ist etwas schwer navigierbar auf den kleinen Smartphones. Deshalb haben wir eine Web-App entwickelt, die euch die aktuellsten News und Infos liefern kann. Die mobile Website ist darauf ausgelegt, die wichtigsten Informationen schnell im Zugriff zu haben. Bei der ersten Verwendung ist eine einmalige Einrichtung nötig. Dies werde ich euch zeigen, wie das funktioniert. Die Web-App besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil kommt vom Sportverein Nussdorf mit den News- und Teamseiten und der zweite Teil verlinkt zur Web-App des Salzburger Fußballverbandes. Schauen wir uns das mal an. Hier auf der originalen Homepage gibt es einen Link, der euch direkt zur Web-App führt. Ihr könnt auch in die Adressleiste einfach m.svn.at eintippen. Die Startseite der Web-App zeigt euch sofort die aktuellen News, die eingetragen wurden von den Trainern und von den Funktionären. Diese News könnt ihr sofort lesen. Am Touchscreen des Smartphones ist das sehr einfach möglich. Am unteren Rand seht ihr drei Buttons. Der erste Teams führt euch zu den aktiven Teams dieser Saison. Dort könnt ihr gleich Informationen, Foto, Informationen zum Training, zu den Trainern und diverse Verlinkungen abrufen. Die anderen zwei Buttons am unteren Rand, Tabellen und Spielplan, diese führen jetzt zur Web-App des Salzburger Fußballverbandes. Um diese verwenden zu können, ist eine einmalige Einrichtung nötig. Das zeige ich euch jetzt. Diese Seite werdet ihr auf eurem Smartphone nicht bekommen. Das bekomme nur ich hier jetzt. Und hier müsst ihr einmal diese Zeichen eingeben, um euer Smartphone für die Verwendung zu registrieren. Wenn diese Zeichen hier nicht lesbar sind für euch, dann einfach noch einmal neu laden, bis ihr diese schön identifizieren könnt zur Eingabe. Dann gebt ihr diese Zeichen ein, stimmt den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, akzeptiert es und dann befindet ihr euch schon auf dieser Web-App des Salzburger Fußballverbandes. Aktuelle Tabelle zeigt euch sofort den aktuellen Stand der Tabelle. Hier oben könnt ihr euch die Mannschaft aussuchen, so U16. Alle aktiven Mannschaften des SV in Nussdorf können sofort die Tabelle betrachtet werden. Dieser Button hier links, Spiele, zeigt für diese Mannschaft die aktuellen Spiele sowie die Vorschau der nächsten Spiele. Schnell im Zugriff, sehr bequem. Hier seht ihr auch wieder eine Leiste herunten. Termine sind die nächsten Termine über alle Teams hinweg. Wir sehen hier, dass heute um 6:30 in Elixhausen die U14 spielt und so weiter. Eine Vorschau der nächsten Woche ungefähr. Und dann gibt es noch den Button Kontakte. Hier bekommt ihr alle Funktionäre des Sportvereins Nussdorf mit diversen Daten, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Könnt ihr sofort kontaktieren. Das ist eine sehr bequeme Art, am Smartphone die Infos abzurufen und zu konsumieren, was er gerade braucht. Mitten im Spiel kontrollieren, welchen Tabellenplatz die Mannschaft gerade hat, wie viele Punkte, Tore sie noch schießen muss. Verwendet die Web-App, habt viel Spaß dabei. Ich freue mich auf eure Zugriffe.